Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Vampyre. In der letzten Folge haben wir örtliche Untersuchungen hier gemacht und mit ein paar Leuten gesprochen und ein paar weitere Geheimnisse entdeckt. Jetzt kümmern wir uns um den Jungen, der den Drachen verletzt hatte, bei dem man letzte Folge herausgefunden, dass er sich selbst umbringen wollte und deshalb seine Mutter ihn hier eingewiesen hat. Und ja, derzeit gehen wir zudem seine Wohnung, um einen Abschiedsbrief zu holen, weil er sich selbst umbringen wollte. Also, weil er Selbstmord begehen wollte. Bin ich hier richtig? Ja, und wir haben dann auch noch eine Aufgabe erledigt, wo wir mit dem Stockholm, nee, wie hieß der Typ? Ja, Strickland mit seiner Untersuchung, seiner Fragkraften. Wir haben die Untersuchung auch abgestellt, haben dem seine Sachen von der Apotheke geholt und haben ihm Placebo, wie nennen wir es, gemacht, damit er das ausprobieren kann, ob so der Patient vielleicht besser wird. Und mit Placebos kann er ja auch keinen Patienten umbringen, also. Hier muss man rein, okay. Das ist ein neuer Unterschlupf? Ja, moin. Meine liebe Mutter, wenn du diesen Brief findest, dann bin ich nicht mehr. Ich will, dass du weißt, dass ich nicht deinetwegen gehe. Ich verlasse diese Welt, weil das erdrückende Gewicht des Daseins in diesen Zeiten viel zu viel ist für mich. Manchmal fühle ich mich, als wären Baudelaires Verse als Echo meines eigenen Herzens geschrieben worden. Die Wolken niedrig und flach wie ein Deckel senken, sich auf den Geist, der erseufzt unter Leidensmacht. Den ganzen Himmel verhüllen sie und beschwenken. Beschenken mit schwerem Tage die Traurige. Mit schwarzem Tage der Traurige ist wie die Nacht. Es ist so wunderschön, wie schmerzhaft es ist, Mutter. Ich kann nicht mehr länger leiden. Ich möchte nicht, dass du mich umzustimmen versuchst, denn es würde das Unvermeidbare nur hinauszögern. Würde es dir gelingen, meinen ersten Versuch zu verhindern? Ich würde es erneut machen. Leb wohl, dein Sohn Mortimer. In this letter, Mortimer Goswick does nothing to hide his desire to die. I could give it to his mother, but doing so would betray his trust. Und da habe ich keinen Bock zu. Ich bring's ihm, Mortimer. Mortimer kriegt es. Da kann ich nicht runter. Ist hier noch was? Ja. Ne, Moment. Darüber. Da ist eine Tür. Nice Sammelobjekt. Der Schoß der Bestie ist fruchtbar. Vampire schaffen ihre verdorbenen Abkommen mit Blut. Wir alle wissen das. Manche von uns haben es sogar mit angesehen. Aber was geht dabei wirklich vor sich? Ist das die einzige Art für Vampire, sich zu vermehren? Schauen wir auf das, was wir bereits wissen. Wenn ein Vampir ein Abkommen erschaffen will, beißt er nicht, sondern gibt ihm etwas von seinem eigenen Blut. Die meisten Opfer sterben, wenn sie gebissen werden, aber manche überleben und sie werden selbst zu Blutsaugern. Das geschieht nur, wenn sie sich auf die eine oder andere Weise an das Vampirblut anpassen. Es ist nicht der Biss des Raubtiers, sondern sein Blut, das das Opfer ansteckt, wenn es die Qualen der Verwandlung überlebt. Es scheint auch so, als können sich Vampire durch Geschlechtsverkehr fortpflanzen. Der Vampir paart sich und zeugt ein Kind. Geschlechtsverkehr zwischen Mensch und Vampir führt selten zu einer Befruchtung, aber manche haben es trotzdem versucht. Die Schwangerschaft dauert bei Vampiren nur wenige Wochen lang und der Schmerz für die Mutter ist enorm. Wenn sie sterblich ist, wird sie die Entbindung nicht überleben. Das Vampirkind zerreißt Mutterleib und Gedärme bei der Geburt. Ist die Mutter Vampirin, überlebt sie die wahrscheinlich die Geburt und erholt sich. Der neugeborene Vampir wächst schnell und ist schon nach ein paar Monaten erwachsen. Okay, du willst mir so echt sagen, dass das auch so funktioniert. Alles klar. It's locked. Wann kriegen wir endlich Schlüssel oder so? Ah, wir gehen jetzt einfach raus. Moment. Erstmal niesen. So. Da bin ich wieder. Ich hasse das Niesen, ne? Machen wir nochmal Erschöpfung. So. Hm.
Wann können wir das wohl auf Stufe 3 machen? Wir brauchen Teil eines gewöhnlichen Griffs. Ich glaube, dann mache ich dann als nächstes, wenn wir das auf 3 machen, verursachten Schaden erhöhen. Ausdauer-Ding. Ja, bei denen muss man sich echt überlegen, wie man das macht, ne? Aber naja. Gehen wir zu Mortimer. Ich gebe den Brief nicht seiner Mutter. Da habe ich keine Lust zu. So. Das ist ja, wir haben als Arzt Schweigepflicht und die, an die halte ich mich. Hier rein, genau. Und hier rüber. Hier durch. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. I have retrieved your letter, Mr. Goswick. I can assure you that nobody read it but me. Thank you. This is for you, then. For your help. And for your silence. I think you should talk to your mother. It would be good for both of you. Thank you, Dr. Reed. I'll think about it. Now, please, let me be. I've read your letter, Mortimer. You wrote about an unbearable feeling of despair while the world crumbles around you. Tell me more about it. There's nothing more to say, really. It's hurtful, it's unbearable, and I don't ask anyone to understand what I feel. But in the circumstances, I'm willing to give you the benefit of the doubt. The world is bleak, but maybe the pain we feel is the best compass for making it a better place. How can we repair the world, Dr. Reed, when mankind is the biggest problem? Yes, the world will be a much better place when we're gone. Da kann ich leider nur zustimmen. Wir machen diese Welt kaputt. Wir sind ein Gift für diese Welt. Your medical report says you're not affected by the Spanish flu. What do you think of that, Mortimer? Does it make me happy? Not in the slightest. If it was up to me, I would have left this place long ago. I know I don't belong here. And why do you think you don't belong here? I know the staff have more important things to do than look after me. There's plenty of patients here who need their attention. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Ich probiere mal, ob die Mutter jetzt mehr zu sagen hat. Hoppala. I've read your son's medical report, Beatrice. It's not the flu or anything life-threatening. What has you so worried? He was at death's door when he was brought here. I just want him to be better as soon as possible. He's not out of the woods yet, you know. He might need to stay here longer than expected. Take care of him then, Dr. Reed. People here only seem to focus on contagious patients. I worry my poor Mortimer will be neglected. Persönliche Fragen. Your son wished to die, Beatrice. Why did you hide such crucial information? Are you not aware suicide is a crime? Mortimer could be thrown in jail. I can't let that happen. I won't. I understand you fear the legal. Beatrice verheimlichte den Selbstmord ihres Sohnes, um ihn vor einer Gefängnisstrafe zu bewahren. Ja, klar. Gut. Die Frage ist halt nur, wer steckt ihn ins Gefängnis, wenn er das schafft? Oder steckt man dann die Mutter ins Gefängnis? Das weiß ich natürlich nicht, ne? Consequences, Mrs. Goswick. But don't you realize your silence significantly affects your son's case? All my son needs is help and comprehension. Not judgment and punishment for what he may or may not have done. Mortimer is extremely vague as to his motivations for committing suicide. Tell me more about what you know. As you say,
Mortimer had no reason to die. All he said to me was that he wanted to make the world a better place, but couldn't. Er fühlte sich also nutzlos. Why did your son feel so useless when facing the world? I think it was more that he could only see the melancholy facets of life. He couldn't help but dwell on such things. What do you think he meant by making the world a better place? Mortimer has always been a sensitive soul. He wouldn't talk to anyone for months after his father passed. It's like he carries everyone's sadness with him. Okay. I have read your son's suicide note. It was not an impulsive gesture, nor was it his first attempt. He threatened to kill himself a few times before. But I never thought he would dare to punish me this much. Punish you? Why? I've known for a long time he was not happy with his life. But I always hoped he cared enough to avoid making me suffer like this. Do you realize your son could try to kill himself again? He might succeed next time. I think about it every minute. But I won't stop fighting for my son's future. That's how much I love him. You're right. Your son's death was not fatal. And unlike many on their own, he is lucky to have you by his side. I can't give up on him. I just can't. I have conceded many times in my life, but giving up on my son is something I am incapable of. Beatrice lehnt die offensichtlichen suizidalen Tendenzen ihres Sohnes ab. Okay. Wir sind bald fertig mit dem Bezirk, die ganzen Sachen hier zu machen. Das dauert aber noch. Goodbye, Mrs. Goswick. So, aber jetzt kümmern wir uns. Erstmal gucken. Ja, das dauert noch ein bisschen, bis wir das schaffen. Und in den Bereich gehen wir noch. Wir müssen irgendwann mal wieder in den ersten Bezirk zurück. So. In die Richtung. Status des Bezirks kritisch, aber nur weil ich die Dame getötet habe. Nicht getötet habe, weil sie verschwunden ist. Thirst for blood. So. Gut. Na komm. Komm ich jetzt? Murdering Boston! Murdering Boston! Kacke! Kacke! Komm schon. Gut. Okay, what the fuck? Okay, erstmal muss ich wieder meine Ausdauer. Alter, Bro, ich bin noch ausgewichen. Komm. So, erstmal aussorgen hier. Komm, Alter. Komm. Komm mal da.
Alter. Die Kämpfe werden schwieriger. Bin ich überhaupt im richtigen Gebiet? Ja, ich bin im richtigen Gebiet. So. So. Alter. So, einmal hier. Und warum hat der auf einmal Bluten? Also auf jeden Fall auf diesen Friedhof hier. Alter, dieses Game ist so interessant im Moment, ne? Holy shit. Okay, gehen wir da rein. Die Frage ist, können wir eigentlich unsere ganzen Sachen maxen in einem Pazifisten ran? Also in unserem jetzigen Spielstand, denke ich, schaffen wir es nicht, alle Sachen nach oben zu treiben. Aber ich glaube, wenn ich den privat nochmal spiele, oder wenn es euch so viel gefällt, in 2 Jahren oder 3 Jahren, vielleicht einen kompletten Run, wo ich jeden töte oder so. My dear sister, I don't know if I have the strength. Ah, Skull. Okay. Einmal hier. Hier helfen, meine Freunde. Dame. Ich helfen. Gut hier. So, hier. Gut, ich hab dich gerettet, meine Dame. Are you all right, miss? I don't know. Who were those people? They wanted to kill me. Why? They've lost their minds in the epidemic. They won't come back for now. You seem to know a lot about them, sir. I'm Dr. Jonathan Reed. I'm investigating this disease. I am Xiao Xun. Thank you so much for helping me, Mr. Reed. I must go to the cemetery now. Goodbye. Wiedersehen. Carnage. Is Father Whittaker's disciple among the bodies, I wonder? This man's far too old to be Samuel. Okay. No. By the look of his clothes, this man's a docker. Heilige Scheiße, what the fuck is here up? Samuel isn't here. I had better follow the blood trail. It's locked, all right. Der Heilige Kreuzzug. Ach, ist es. Okay. Ich muss da hoch. Hier lang. Alter, Bro, what the fuck? Ich höre einen Herzschlag. As I feared, Samuel no longer preaches the good word. Ja, Schatten macht uns tatsächlich nicht viel aus. Komm, echt jetzt? So, einmal Blut saugen.
Und nochmal Blut saugen. So. Und nochmal Blut saugen. Tagebuch. Varro Whittaker ist so rechtschaffen, so voller Mitgefühl und Liebe für die Leidenden. Seine Worte sind alles, was diese Stadt braucht. Heute Abend habe ich ihm all mein Hab und Gut gegeben. Meine Kraft, mein Glauben, mein Vermögen und all. Und falls das nicht reicht, weiß ich, wo ich mehr auftun kann. Varro Whittaker und ich haben ein verlassenes Haus in der Nähe von St. Mary aufgesucht. Es war ein schrecklicher und übelriechender Ort. Ratten versuchten, den letzten Bewohner der baufälligen Wohnung die Räume schräg zu machen. Die meisten von ihnen waren krank, abgrundtief schreckliche Gerüche. Im obersten Stock fand Pfarrer Whittaker einen alten Mann, der auf einer anderen schmutzigen Matratze lag und Blut in eine Holzschüssel spuckte. Pfarrer Whittaker kniete vor ihm nieder und betete lange. Dem Mann schien es besser zu gehen. Dann geleiteten wir ihn gemeinsam ins Licht. Ich weinte damals und weine auch jetzt beim Schreiben dieser Zeilen. Noch nie habe ich eine Seele gesehen, die so erleichtert war, endlich erlöst zu werden. Pfarrer Whittaker ist ein Heiliger. Er sollte weder überheblich noch ein sündiger Ausdruck von Stolz sein. Doch ich wünschte mir, ebenso viele Seelen retten zu können wie er. Denn es ist ein wahres Privileg, Zeugen solcher Wunder zu werden. Heute Nacht waren wir in den Hurenhäusern am Kanal. Ich muss zugeben, ich hatte große Angst, Jezebels über den Weg zu laufen. Jezebel? Ich muss gerade überlegen, ist wahrscheinlich irgendwas Biblisches gerade. Aber ich kann gerade nicht zuordnen. Aber die Gebäude waren schon lange verlassen. Oder das ist vielleicht der Betreiber von diesen Häusern. Pfarrer Whittaker erklärte, dass Huren und Infektionen einander anziehen. Ihre Kunden es aber schnell mit der Angst zu tun bekommen, wenn das Wort Krankheit fällt. Im letzten Bordell stießen wir auf zwei kranke Frauen, die sich in sündiger Weise unter schmutzigen Decken die Schlafstätte teilten. Wieder war der Gestank furchtbar. Ehe Pfarrer Whittaker niederkniete, um die beiden verlorenen Seelen zu beten, erklärte er, das sei der Geruch des Satans und der Krankheit. Die Frauen waren so gebrechlich und krank, dass sie sich nicht bewegen konnte, als ich das Benzin auf die Decken schüttete. Nun sind ihre Seelen geläutert und gereinigt. Heilige Scheiße. Pfarrer Whittaker ist ein Heiliger. Ich lasse nicht zu, dass jemand diesen heiligen Mann verhöhnt. Er verdient mehr Hilfe und Unterstützung. Aber wie alle wahren Propheten ist er allein. Er bedarf meiner Unterstützung, seiner Anhänger. Er braucht Liebe und Liebensbeweise. Morgen gehe ich zurück zum Friedhof und grabe weitere Reichtümer für ihn aus. Die Toten haben keine Verwendung für weltliche Dinge, aber Pfarrer Whittaker und ich müssen schließlich etwas essen. Heute Nacht war es zum ersten Mal an mir, die Runden zu bestimmen. Ich entschied mich, dorthin zurückzukehren, wo wir vor zehn Tagen waren, um nachzusehen, ob mehr Seelen befreit werden müssen. Sorry. Pfarrer Whittaker befürwortete meine Entscheidung. Denn wie er erklärte, sei das Werk des guten Mannes niemals vollendet und der Satan schliefe nie. Außerdem sagte er, dass er mir vielleicht bald wieder wichtigere Missionen und Aufgaben anvertraut, wenn ich weiter so viel Eifer zeige. Ich kann es kaum erwarten, heute Nacht wurden drei weitere Seelen von aller Verderbnis gereinigt. Es soll weder überheblich noch ein sündiger Ausdruck von Stolz sein, doch ich wage zu sagen, dass wir auf dem Weg zur wahren Herrlichkeit sind. Auf seinem Kreuzzug zur Reinigung der Stadt hat Tobias bereits einige Morde gemacht. Alles klar. Dem bestellen wir noch nicht Bericht. Wie kommen wir hier hoch? So. Belebende Blutprobe. So. Okay, einfach alles mitnehmen, was hier ist. Und nächste Folge gehen wir dann zum Begräbnis unserer Schwester. Okay. Schillinge. Moin. Hoppala, ich glaube, ich bin ein neuer Unterschlupf.
Aber naja, da gehen wir noch nicht hin. Gut, da würde ich sagen, ich beende die Folge hier. Vielen Dank fürs Zuschauen und in der nächsten Folge gehen wir zur Beerdigung unserer Schwester. Ciao. Euer Gladius.